Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von JTE Business mit Jasmin. Tag. Und mir, dem Vito. Und heute geht es um die Vor- und Nachteile des Homeoffice aus Arbeitgebersicht und aus Arbeitnehmersicht. Wir haben das mal ein bisschen aufgeteilt, thematisch, und schauen wir mal. Genau, wer von uns beiden fängt an? Also, ich würde gleich mal mit meinen Vorteilen aus meiner Arbeitnehmersicht beginnen, denn ich glaube, ich habe im Punkt Homeoffice auch mit einer der besten Erfahrungen in Deutschland. Ich bin nämlich seit März letzten Jahres im Homeoffice. Herzlichen Glückwunsch! Das wollte ich jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen. Also ich habe demnächst ein Jahr Homeoffice. Ja. Und ich werde auch garantiert mehr als ein Jahr schaffen. Haha. Ja, also, was sind für mich die Vorteile? Ich muss nicht mehr jeden Morgen quer durch die Stadt und am Abend zurück. Ich muss keine Hosen mehr anziehen, also nur noch diesen bequemen grauen Zwirn, der sich da Jogginghose nennt und nicht so am Bauch anschneidet. Hosen, die Fesseln, von denen die Ketten, von denen Karl Marx geredet hat. Genau, die Ketten, an die das Proletariat gefesselt ist, gell? Das Proletariat hat nichts zu verlieren außer seine Ketten, aka den Hosengürtel. Ja, was haben wir noch Schönes? Mir quatscht kein Knilch vom mittleren Management mehr rein, um jetzt mal auf unsere vorherigen Jobs zurückzugreifen, nach dem Motto, geh auf Kohlen! Oder, du weißt aber, dass du hier auf Arbeit bist. Ja, und? Ich werde doch mal zwischen zwei anrufen, wenn den ganzen Tag nichts los ist, bisschen Facebook gucken können. Nein, ich darf das, aber du nicht. Also, dass ich darf das, aber du nicht, hat er jetzt nicht gesagt, aber er hat es dann kurze Zeit später gemacht. Aha. Als ich ihn auf Facebook erwischt hatte, war er dann auch noch so groß mit Hut. Also, ich spare mir Hosen, ich spare mir Zeit, ich kann demzufolge länger schlafen. Ich bin jetzt auch nicht sehr viel unproduktiver als vorher, in meinem speziellen Fall. Inzwischen bin ich sogar produktiver, würde ich fast sagen, aber egal. Es lässt sich sehr vieles auch im Homeoffice machen. Gut, ein Fabrikarbeiter oder eine Kassiererin oder dergleichen, das geht natürlich schlecht. Auch Reinigungskräfte gehen. Es geht diverse Jobs nicht. Also es geht ziemlich viel nicht. Ja. Aber was geht? Wo ist der Grund, es nicht machen zu lassen? Ich meine, klar, wenn man natürlich persönlichen Kundenkontakt braucht und selbst das geht, dann kann man immer noch Videokonferenzen oder anrufen. Das ist sogar langfristig auch die bessere Variante. Zum einen spart man sich nämlich nicht nur das CO2 beim Arbeitsweg, sofern man selber fährt, und auch die S-Bahnen sind deutlich weniger ausgelastet. Man spart auch viel mehr Energie für irgendwelche Dienst- und Geschäftsreisen ein, weil wozu muss ich nach München für einen Lehrgang fahren, wenn ich das Ganze auch online haben kann? Das ist ja immer meine Rede bei den Politikern. Die müssen sich nicht alle aus aller Welt mit Flugzeug irgendwo treffen. Die müssen auch sich nicht regelmäßig treffen. Und seit Corona, das ist ja der große Aufhänger, der Homeoffice in Deutschland endlich populär gemacht hat oder zum Durchbruch verholfen hat, geht es auf einmal in allen Kreisen. Also man muss sich nicht live treffen. Wenn ich die Hackfresse in einer Videokonferenz vor mir sehe, dann reicht das. Da muss ich auch nicht noch den Körpergeruch von den Leuten mit dazu bekommen. Das ist nämlich einer der Riesenvorteile. Man sieht und hört sie nur. Und ich sehe sie noch mit nicht mal. Und man riecht sie nicht. Und was sie sonst noch zu sich nehmen. Und Ausdünsten. Diverse Ausdünstungen. Also das ist ein Riesenvorteil einer Videokonferenz. Glauben Sie uns. Ja, wir wissen es. Ja, was ist noch der Vorteil? Da gibt es bestimmt noch einige, zum Beispiel der Haushalt macht sich viel leichter, also für mich als Arbeitnehmer wäre es viel einfacher, den Haushalt mitzumachen, weil ich eben nicht abends um 6 total der Präsel heimkomme, auf die Couch falle, noch 3 Stunden Fernsehen und dann ins Bettchen muss, sondern ich kann einfach, wenn man früh nichts ist, halala, mit dem Staubwedel in der Hand durch die Wohnung tänzeln. Und wenn du das mal tätest. Wenn ich das mal täte, aber ich habe ja noch eine andere Ausrede zum Glück. Schwein gehabt. Also wie gesagt, der Haushalt macht sich viel leichter. Auch die Kinderbetreuung fällt an sich viel leichter. Wobei da schon der erste Nachteil wieder ins Haus steht.
Denn Kinder haben die unangenehme Eigenschaft, 100% der Aufmerksamkeit zu fordern. Also da ist nichts mit Chef, die Präsentation kriegen sie gleich und da hast du aber Feinkackerchen gemacht. Wenn man nämlich da sich nicht konzentriert, dann ist es, sagt man seinem Sohn oder seinem Kind auf den Töpfchen, da die Präsentation hast du gleich und zum Chef sagt man, da hast du aber Feinkackerchen gemacht. Geht nach hinten los, also. Kinder haben, wie gesagt, die unangenehme Eigenschaft, die volle Aufmerksamkeit zu fordern und sind deshalb auch schlecht Homeoffice-kompatibel. Also zumindest bis zu dem Alter, wo man sie mit dem Smartphone einfach in die Ecke setzen kann und sie danach vom Smartphone oder von der Spielekonsole versumpfen. Ab da wird es dann deutlich leichter. Aber gerade wenn die Kinder auch mit daheim bleiben müssen, weil zum Beispiel großer Lockdown ist und sie nicht mehr in die Schule können oder sich mit Freunden draußen Banden bilden und randalieren können, dann wird es schwierig, auch mit der Produktivität im Homeoffice. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Auch wenn beide Partner in einer Beziehung im Homeoffice sein müssten, könnte es schwierig werden. Zum einen technische Limitationen, zum anderen ein Homeoffice aka Büroecke lässt sich immer noch so einrichten. Bei zweien wird es schon sportlich. Also. Ja. Also wenn man da nicht gerade ein dediziertes Arbeitszimmer hat, was man natürlich als externer normaler Arbeitnehmer selten hat, weil das haben wirklich nur freie Journalisten und sowas, die sowieso dediziert von zu Hause arbeiten, dann gibt das echte Platzprobleme. Also dann hat einer vielleicht tatsächlich sogar sowas Schreibtisch-ähnliches mit einem Rechner davor und der andere darf dann mit einem Laptop auf die Couch oder dergleichen. Das kann schwierig werden und ist der Produktivität natürlich zugegebenermaßen auch gerade zuträglich. Ja, ansonsten, wir hatten die Umweltaspekte. Uns fehlt, wie gesagt, das mittlere Management, die Sklaventreiberebene ist schlagartig arbeitslos, weil die hat ja nichts mehr zu tun. Die könnte jetzt höchstens nur noch ein bisschen dispatchend wirken, nach dem Motto die Aufgaben verteilen, aber das sollte man eigentlich vorher auch schon sowieso per Ticketsystem oder ähnliche Arbeitsverteilungsaufgaben gelöst haben. Also, ja, das mittlere Management wird unnötig. Hast du ein paar Nachteile? Nachteile, na, wie gesagt, sofern Kinder mit im Haus sind, hatte ich die Nachteile schon erwähnt, dass die Produktivität darunter leidet. Wenn beide Partner mit im Homeoffice sind, kann die Produktivität halt eben drunter leiden. Hm? Denn man kriegt selten, wie gesagt, ein Homeoffice für zwei Leute eingerichtet. Hm? Für einen, das schafft man meistens noch so als Hobby-Schreibtisch und dergleichen. Aber ein Büro für zwei Leute sich einzurichten, das haben die allerwenigsten. Und dafür ist auch seltenst Platz in Wohnungen. Wer ein Haus hat, da geht schon eher was. Da kann man sich den einen Hobbyraum im Keller zurecht machen und der andere nimmt sich eine Ecke im Wohnzimmer oder so. Da geht dann schon wieder was. Aber in einer normalen Wohnung, zwei Leute, drei Zimmer, jeder hat sein eigenes Zimmer. Na gut, da ginge dann vielleicht auch wieder was, wenn man genug Platz hat. Aber es bleibt schwierig mit zwei Leuten und Kindern im Homeoffice. Also bei irgendjemandem wird die Produktivität auf jeden Fall darunter leiden. Ansonsten, was haben wir noch? Ein Nachteil kann sein, dass man nicht mehr so oft Klatsch und Tratsch mit Kollegen hat. Auch wenn mein aktueller Arbeitgeber da richtige Teams-Konferenzen dafür gemacht hat. Hm. Also sowohl für die Weihnachtsfeier, die fand bei uns online statt, allerdings ohne mich. Ich hätte gekonnt, wenn ich gewollt hätte, sagen wir mal so. Gewollt, wenn ich wollte, könnte ich, aber ich wollte nicht. Und da gab es auch jeden Donnerstag Kaffeeklatsch und Tratsch. Also das konnte man dann auch über Teams machen. Also so weit war unser Arbeitgeber dann schon. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen aussieht, vermutlich schlechter, denn wir als Institut für offene Kommunikationssysteme, uns hat das mit dem Homeoffice natürlich so überhaupt nichts ausgemacht. Ne? Wir waren von standardmäßig sowieso, haben wir daran gearbeitet und geforscht mit. Und ob die Leute jetzt bei sich daheim rumsitzen und programmieren oder bei uns im Institut rumsitzen und programmieren, pff, wurscht. Also Hauptsache sie programmieren und auch das mit dem Feedback war, da die Teams sowieso sehr viel schon online miteinander gearbeitet haben über Webs bei Shared Workspaces und dergleichen. Auch nicht so kritisch, also
Wenn jetzt beispielsweise irgendein Student was programmiert hat und der Betreuer wollte sich das angucken, dann ist der vorher auch schon nicht dahin gelaufen, sondern hat sich den Code auf GitLab hochladen lassen und das dort untersucht und sich angeguckt. Also kaum Unterschied, und wir sind auch einer der großen Profiteure der Corona-Krise im Sinne von, jetzt müssen alle massiv digitalisieren und so weiter und so weiter. Aber ich bin schon wieder in die Arbeitgebersicht gerutscht. Also Arbeitnehmer, wie gesagt, es ist deutlich bequemer. Ich spare mir sehr viel Zeit jeden Tag. Ich kann mir auch ziemlich viel Geld sparen, weil ich zum Beispiel keine Monatskarte mehr brauche oder keinen Sprit mehr vertanke. Hm. Jeden Tag 20 Kilometer und dergleichen in eine Richtung. Ich spare mir das nervige mittlere Management, was für die Produktivität ziemlich gut sein kann. Denn auch Sklaventreiber haben festgestellt, dass der Sklaventreiber, der mit der Peitsche durch die Reihen läuft, der Produktivität nicht unbedingt zuträglich ist. Also ohne geht es manchmal sogar deutlich besser. Dann können die Leute sogar so etwas wie eine intrinsische Motivation entwickeln. Was das ist, haben wir in einem unserer ganz, ganz frühen Videos schon mal erklärt. Ja, Nachteile werden, wie gesagt, noch nicht schulpflichtige Kinder, die nicht betreut werden können daheim, die nerven. Und halt eben das Platzangebot, wenn beide Lebenspartner, Beziehungspartner, Eheleute eben einer Wohnung Homeoffice machen müssen. Ansonsten fällt dir da jetzt noch was an. Aus Arbeitnehmersicht, Vor- und Nachteile. Eigentlich nicht, ne? Na, die Nachteile, da kommt einer noch, zu dem ich auch gleich noch kommen werde, von daher ergänzt sich das. Na gut, dann kannst du jetzt mit deiner Arbeitgebersicht anfangen. Genau. Da gibt es diverse Vor- und Nachteile. Also wir haben mal in einem Video erzählt, ob Homearbeit, also Homeoffice, sinnvoll ist oder nicht. Ja, auf die ganzen Dinge wollen wir nicht jetzt weiter eingehen. Führen nach Zielen war da die Quintessenz. Und natürlich sollte das auch weiterhin sein. So, kommen wir mal zu den Vorteilen vom Arbeitgeber. Vorteile sind, er braucht weniger Platz. Genau. Sprich, das, was jetzt auch passieren wird, viele Büros können plötzlich leer bleiben, ohne dass die, sagen wir mal, die Produktivität abbricht, beziehungsweise die Arbeit nicht mehr erledigt werden kann. Sprich, der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, so langfristig zu planen, dass er sagt, pass auf, ich kann diese Arbeitsplätze grundsätzlich nach Hause outsourcen, sprich, ich brauche nur noch die Hälfte der Bürofläche. Sprich, die wenigsten haben inzwischen halt noch was gekauft, sondern die meisten mieten das nur noch. Mhm. Sprich, ich kann, wenn der Mietvertrag abgelaufen ist, meistens ist das so jährlich oder so, brauche ich dann bloß noch die Hälfte. Sprich, ich sehe an Möglichkeiten, was geht und was geht nicht, kann ich Geld sparen. Genau. Auf der anderen Seite, ja, muss ich allerdings auch Geld wieder investieren, weil nicht jeder Arbeitsplatz ist grundsätzlich so ausgestattet, komplett mit allem drum und dran, dass er auch von zu Hause das Gleiche arbeiten könnte oder erwirtschaften könnte, oder wie man es auch mal ausdrücken will. Also sprich, ja, ich habe ein Geschäft, ein mittleres Geschäft, und da arbeiten die Leute unter anderem an Computern. So, jetzt stellen die fest, Mensch, die Regierung hat gesagt, Lockdown, alle müssen nach Hause, alles bloß Homeoffice, was irgendwie geht. Okay. Ja, Computer nach Hause nehmen ist doof, ne? Also Laptop. Gut. Wenn sie Glück haben, haben sie von vornherein mit Laptops gearbeitet, wenn nicht, ein bisschen blöd. Aber selbst wenn sie mit Laptops gearbeitet haben, was meinen Sie, wie viele Arbeitnehmer in dem Moment froh darüber sind und völlig happy, wenn die auf einem Laptop-Bildschirm tippen und die ganze Zeit arbeiten? Was steht da? Ach scheiße, Chef, ich brauche einen externen Monitor. Schon haben sie wieder Geld, was sie investieren müssen. Gut, das können sie anders abschreiben, gar keine Frage. Aber es ist halt eine zweiseitige Medaille. Auf der einen Seite können sie was sparen. Auf der anderen Seite können Sie was ausgeben, und was Sie auch bitte auf da gar keinen Umständen machen sollen, weil das ist einfach nur völlig daneben, ist Corona als Grund vorschieben, Mensch, da können wir doch den Standort nicht machen. Ja, das ist sowieso scheiße. Genau, tun wir gleich mal outsourcen ins günstigere Ausland, nicht? Und wenn die Angestellten fragen, ja, ist Corona schuld? Ja, naja, also das bitte nicht. Ja, da kriegt man zu Recht eine Knackwatschen. Mhm. Das macht man nicht. So, was müssen Sie aber trotzdem beachten? Ich habe sie schon aufgemalt, ja? Wenn Sie in der Firma sind und alle in der Firma arbeiten, dann haben Sie ein gesichertes Netzwerk. Sprich, das sicherste Netzwerk ist sowieso eins,
Meter Luft. Sprich, wenn sie gar nicht im Internet dran sind. Da können sie Daten bunkern, da können sie Schweinereien machen. Kriegt kein Mensch mit. Es darf nun keine Verbindung nach außen bestehen. Sobald jemand ins Homeoffice muss, kann, soll, will, whatever, brauchen sie eine gesicherte Verbindung. Und da geht's los. Die wenigsten Firmen kaufen sich ihre eigenen Server für gesicherte Verbindungen zum Endpunkt. Das heißt, sie müssen sich erstmal schlau machen, wer bietet sowas an? Gibt es wie Sand am Meer. Ja. Sind die Standards sicher genug, dass meine Daten nicht irgendwie in falsche Hände geraten? Kann Ihnen kein Mensch sagen, kann Ihnen kein Mensch garantieren. Das sagen die Firmen zwar. Ja, natürlich sicher, wie Sau. Die sind teilweise nach BSI zertifiziert und damit ist das einigermaßen sicher. Dann kommt ein Hacker, bumm, war's das. Also die tragen immer, ja, ich weiß, die tragen immer ein gewisses Risiko. Ein es gewisses Risiko immer, steht auch, wenn du früh aufstehst. Ja, eine klar, hier kann auch jemand in der Firma kommen, USB-Stick mitnehmen, sind die Daten auch weg. Genau. Gar keine Frage. Aber das ist ein anderes Risiko als dieses Risiko. Ich sage jetzt nicht, dass Homeoffice scheiße ist. Sage ich nicht. Ich sage bloß, sie müssen an sowas denken. Ja. Und woran sie auch noch denken müssen, und das ist meistens das, wo die wenigsten dran denken, nicht mal die Systemadministratoren, wenn sie eine gesicherte Verbindung irgendwo mieten, schlag mich doch, irgendeiner, Strato, Telekom, whatever, spielt alles gar keine Rolle, achten Sie darauf, wie die Bandbreite ist, was im Kleingedruckten vom Vertrag steht. Wenn da nämlich steht, oh, VPN-Verbindung hier, Citrix-Verbindung, oh super, 200 Leitungen, also 200 Kanäle, da können ja 200 Leute gleichzeitig arbeiten. Nein, ist nämlich der Trick dabei, weil, da fallen die meisten drauf rein, Sie haben eine Verbindung in die Richtung und gleichzeitig eine in die Richtung. Das zählt als zwei Leitungen. Sprich, wenn einer arbeitet, braucht er zwei Leitungen. Der pipet ja nicht nur Daten in eine Richtung und das war's. Sondern er ruft ja Daten aus der Firma ab. Sprich, Sie können nur 100 Leute vernünftig arbeiten lassen. Sie können natürlich sich 200 anmelden lassen, dann fluchen alle rum, von wegen, was ist das denn für ein Geruckel? Ja? Ganz wichtig, Sie müssen auf so eine Kleinigkeit achten. Nächstes Ding. Internet ist ja nun Neuland, ne? Nach wie vor. Insbesondere in einigen Bundesländern. Verwaltung, nicht Länder. Oder so, ja, spielt ja keine Rolle. Also in Großstädten mag es noch gehen, jetzt kommen sie in ländlichere Gegenden. Ach so, ja. Sind die Leute dann noch in der Lage, vernünftig von zu Hause arbeiten zu können? Wenn sie nur eine Verbindung irgendwie per Citrix herstellen auf einen einzelnen kleinen Client, wo sie nur mal eine Excel-Datei, die nicht größer als ein halbes Megabyte ist, aufmachen und da ein paar Daten reinhämmern und das war's dann schon, geht das. Sobald sie aber anfangen mit Virtualisierungen, was sind Virtualisierungen? Das sind Server zu 99%, die keine eigene Kiste im Rechenzentrum mehr sind, sondern wo viele kleinere Server auf einer großen, meistens Server verbunden zusammengefasst werden und dort laufen. Genau, ja, kann man auch anders machen. Sie haben es bestimmt schon mal irgendwie gesehen, so Google Stadia, ist da so ein Begriff? Oder Magenta Gaming? Ah, was ist denn das? Da wird das Bild, was Sie auf dem Bildschirm sehen, über die Datenleitung gepiped. Genau. Alles, was gemacht wird, was Sie da klicken, was Sie da ausfüllen, was Sie da quasi aufrufen und so weiter, ist alles auf einem Server. Auf einem SIP, auf einer separaten Kiste. Das wird übrigens der heiße Scheiß mit 5G, weil dann sind endlich die Verbindungen so schnell, dass das keinen Unterschied mehr macht, als würde es bei Ihnen daheim laufen. So, das heißt, damit die Leute arbeiten können, muss in einer Tour das gesamte Bild, was hier aufgerufen wird, also was hier dargestellt wird, gepiped werden. Und deshalb macht man das auch. Und wir reden hier von, wenn es flüssig laufen soll, 20 Frames? 20 Bilder pro Sekunde? Bei einer Auflösung von, sagen wir mal, einem Display Full HD? Ja, aber man hat eine gewisse Kompression, aber trotzdem können Sie davon ausgehen, ein Frame Minimum 2 Megabyte. Können Sie mitrechnen? Ansonsten könnte es ruckelig werden. Ja, auch wenn das im Wesentlichen in dem Ausmaß für Spiele und Grafikentwickler nur zutrifft, weil so ein Windows Desktop mit Office drauf braucht deutlich weniger. Okay. Und da Bildwiederholrate. Also bei einer Sekunde, sagen wir mal, sind wir voll optimistisch. Eine Sekunde, ein halbes Megabyte. Ja. Das ist vollkommen richtig. Geht auch wieder in beide Richtungen. Also nicht, dass das halbe Megabyte, dass sie das hochpipen müssen, das nicht. Sie pipen ja nur die Befehle hoch in Richtung Server. Eben. Und das ist noch weniger. Das ist noch weniger, aber die Downstream-Geschwindigkeit, die muss stimmen. Und wer
sie machen parallel noch einen Download auf den Rechner, mit dem sie zu Hause irgendwie arbeiten. Also nicht von irgendwo aus dem Internet, ja, so von YouTube oder so, nee, sondern hier. Ich muss noch mal ein paar Daten runterladen, weil die öffnen sich schneller auf meiner Kiste. Und plötzlich ruckelt alles. Da können Sie als Arbeitgeber überhaupt nichts für. Das liegt an der scheiß Geschwindigkeit. Und wenn alle im Homeoffice sind und dann auch noch Videokonferenzen machen, jetzt kommen wir nämlich zum Knackpunkt, wenn wir dann nicht alle Videokonferenzen machen, dann ist die Datengeschwindigkeit so unterirdisch, weil sämtliche Internetanbieter 50.000, 30 Megabit, 10 Millionen Mbit. Theoretisch könnten wir leisten, wenn jemand anderes im Internet ist. Und daher kann die Geschwindigkeit deutlich geringer sein, müssen sie halt mitleben. Das ist dann quasi die Kurzform von dem, was im Kleingedruckten steht. Genau. Das heißt, wenn sie Pech haben, haben sie eine Slideshow. Und wie eine Videokonferenz funktioniert von der technischen Seite, ist ja ganz einfach. Das Bild wird genommen, die CPU von dem Endgerät kodiert das, meistens H264, habe ich auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, wie das funktioniert. Und pipe die Daten hoch an den Server. Das macht jeder mit seinem Bild. Und wenn da 20 Leute in der Videokonferenz sind, logischerweise müssen die anderen 19 runtergestreamt werden zu dem Rechner. Da werden sie dekodiert und angezeigt. Ja, aber die kommen alle vom Server und nicht von den 19. Sprich, du hast nicht mehr 19 Verbindungen, sondern nur eine. Und die Bildchen sind so klein und schlecht in der Qualität, dass da kaum mehr Daten anfangen als bei einem kompletten Office-Desktop. Das ist die geschickte Programmierung. Das also, hängt wieder vom Programm an, mit dem, dass sie das nutzen. Da ist jedes anders. Man macht ja nicht mit den Leuten Full-HD, bildschirmfüllende HD-Bildschirmkonferenzen. Nee, das nicht. Aber jetzt stell dir mal vor, sie stehen irgendwo in Brandenburg oder MacPom oder Vista Kukuko, haben eine beschissene Internetverbindung und ihr Upstream ist so ultralahm, dass die Leute nur noch eine Slideshow von ihnen sehen. Oder es ist ja eine, ist ja TCP, nicht TCP-IP, sondern es ist ja VoIP. Also auch die Videoverbindung ist VoIP, sprich es ist völlig scheißegal, ob das Paket ankommt. Kommt drauf an, wie du das machst. Okay. Und inzwischen ist fast alles TCP-IP. Ist es? Ist der Header inzwischen mit drauf? Na, natürlich. Okay, na dann wäre es was anderes. Weil ansonsten also UDP ist inzwischen leider ausgestorben, was für sowas nämlich immer noch das perfekte Format wäre. Macht aber kaum noch einer aufgrund der Bandbreiten. Und du machst das doch nicht aufs Telefon. Nee, aber die Verbindung ist ähnlich. Das spielt quasi keine Rolle, ob die Pakete ankommen oder nicht. Aber trotzdem ist es TCP keine, IP. Es gibt keine TCP, aber nicht IP. Ich denke andersrum, IP, aber nicht TCP. Doch, ja? TCP-IP. Auch normales VoIP ist inzwischen nur noch TCP-IP. Bei den ganzen Aussetzern, die ich höre? Die Zeiten von... Na, genau deshalb hörst du ja die Aussetzer. Nee. Da übrigens jetzt was durcheinander. Weil die nicht durchkommen. Bei UDP wird ja einfach nur so hingeschissen und durchgestreamt. Ohne Handshakes. Ne, die Handshakes finden trotzdem noch statt. Jetzt wird's technisch. Die Handshakes finden trotzdem noch statt, aber es ist im Header nicht mehr die Rückinfo drin, ob das Paket ankam oder nicht. Das ist völlig wurscht. Und wenn das Paket verloren ging oder länger braucht als das nächste Datenpaket. Dann wird nämlich nicht nochmal gesendet. Ja, davon mal jetzt abgesehen. Dann überholen die sich oder es fällt eins weg, sprich man hat dann und dann geht's weiter. Ja, oder es fehlt halt mal ein ganzer Halbsatz. So, und wenn die Internetverbindung, insbesondere beim Upstream, bei dem vonjenigen von zu Hause, so ultra schlecht ist, dass da ständig Aussetzer sind, na, da haben sie aber Freude dran. Meine Videokonferenz. Das ist insbesondere das Homeoffice-kompatibel. Insbesondere, wenn das der Chef ist, der ja, ich habe ja Geld, ich kleiste mir ja ein Haus im Grün, nicht in der Großstadt. Und dann hat der Chef so eine scheiß Anbindung. Na, der freut sich natürlich ein Loch im Bauch und die anderen Angestellten sitzen davor. Hä? Was will der Mann von uns? Aber gute Chefs akzeptieren das und machen dann halt keine Videokonferenzen, sondern nur Telcos. Und da ist auf jeden Fall genug Platz. Leitung. So, also, ja, technisch gesehen ist schon mal herausfordernd. Deswegen muss man planen und nachdenken, ja. Genau. Und deswegen ist es immer sinnvoll, nicht nur einen Speedtest zu machen oder einen Verbindungstest, sondern auch die Leute darauf hinzuweisen, mehr als ein Bildschirm braucht ihr nicht zwangsläufig. Versucht es auf diesen einen Bildschirm zu beschränken. Und versucht die Datenrate gering zu halten und ladet nicht nebenbei irgendwas noch hoch oder runter. Ja, geht nämlich auch alles so. So, und jetzt, der gute Vito hat sich gerade verkrümelt, dann kriegt er meinen Rant gerade nicht mit, dann kann ich ja so richtig loslegen. Und zwar, einer der größten Knackpunkte in meinen Augen beim Homeoffice ist, man reicht den kleinen Finger und es wird der ganze Arm gerissen. Von Richtung Arbeitgeber. So, jetzt sind es natürlich gewisse Vorgaben, die einen dazu in Anführungsstrichen verdonnern,
Mensch, die Leute sollen nicht mehr ins Büro, ja? Also die Regierung macht Lockdown, schickt die mal ins Homeoffice, überall da, wo es geht. Dann beschäftigen sie sich die Chefs damit und so weiter und so fort. Und dann haben sie Vertrauen in ihre Angestellten, dass sie vernünftig arbeiten. Aber viele Angestellten, und ich arbeite ja im Amt momentan, ja, da bin ich so mit einer der Jüngsten, so mit Ende 30, ja, eine der Jüngsten, man muss sich das mal vorstellen. Viele der Angestellten, die da Homeoffice machen können, leben nach der Devise, ich kann jetzt Homeoffice machen, dann muss ich ja nicht mehr ins Büro. Nee, eben genau so nicht, und da kriege ich so einen Hals. Wenn die Leute sagen, Mensch, ich kann doch von zu Hause arbeiten, dann muss ich doch nicht mehr ins Büro. Aber die Verbindung ist lahm. Gleich mal die IT anrufen, in der ich dann arbeite. Ne? Ja, hier die Verbindung ist ultra lahm. Ich kann ja hier, das ist ja wie Modemzeiten hier. Ne? Der Download hier von der einen Datei, das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Da warte ich ja Stunden drauf und die Verknüpfung im Explorer, ja, man kann ja Verknüpfung als Favoriten ablegen zu irgendwelchen speziellen Ordnern. Wenn ich eine Verknüpfung klicke, dann springt ja kurz hin und gleich wieder zurück. Und eine Videokonferenz geht ja auch nicht, das ist ja eine Slide, das ist ja alles furchtbar. IT-Mensch, mach was. Was soll man denn da als IT machen? Außer sagen, ja, ist scheiße. Dann komm hier Felix her, wenn du nicht arbeiten kannst, und arbeite von hier. Nee. Oder noch besser, ja, die haben so eine kleinen USB-Sticks, da ist so ein Linux drauf, von dem wird gebootet, ja, und dann ist das quasi eine virtuelle Umgebung, also ein abgesichertes Betriebssystem, mit dem wird dann die verschlüsselte Verbindung über diverse Server hergestellt und dann geht es ab in die Firma. So, natürlich, also wie sie das machen, ist völlig wurscht, ja, aber das ist die Variante, die wir fahren, und natürlich können sie, also die Sticks sind sie sicher, nicht, die ploppen das Ding überall ran und dann kommen sie an alles ran, das ist Quatsch. Ne? Einfach nur über Windows wollen wir es nicht machen, Linux ist sehr viel besser, aber wir können nicht sagen, Mensch, installiere dir mal Linux bei dir auf dem Rechner, ja, einfach nur so parallel, kriegst du ja bestimmt hin. Nee, das nicht, deswegen, ja, wird vom USB-Stick gebootet und so weiter. So, und das Ding kann natürlich auch mal kaputt gehen. Ist eher selten der Fall, kann aber passieren. Und wenn dann jemand anruft und sagt, mein Stick ist kaputt, ich fliege hier ständig raus, gebt mir einen Ersatz. Dann sagen wir, ja, bringen Sie mal den alten Stick her, dann gucken wir den an, ob wir den reparieren können, dann besorgen wir Ihnen einen neuen. Und wenn Sie den dann haben, dann können Sie wieder von zu Hause arbeiten. Ich muss immer von zu Hause arbeiten. Ich brauche sofort einen Stick. Nee, sofort geht nicht, ja. Dann müssen Sie leider warten, es gibt gewisse Prozesse und dauert halt. Nein, das ist schlecht. Ich habe hier jemanden, den ich pflegen muss, das geht vorne und hinten nicht. Was ist das für eine Ausrede? Wäre die Person auch sonst nicht im Dienst erschienen, wenn es kein Homeoffice gibt, weil sie eine Person zu Hause pflegen muss oder was? Verstehen Sie mich nicht falsch. Wenn sich jemand zu Hause, weiß ich nicht, Corona, ja, als Beispiel gerade hat und sich kaum bewegen kann und gepflegt werden muss für, sagen wir mal, eine Woche oder so, ja, und danach geht es ja dann meistens schon wieder so gut, dass man selber sich verpflegen könnte, obwohl man immer noch im Lockdown ist und so weiter, also Quarantäne, man muss ja auch selber in Quarantäne, ja, man kann ja sowieso nicht von zu Hause, das ist was völlig anderes. Dann ist das was Temporäres. Aber wenn jemand sagt, ich habe hier jemanden, ja, weiß ich, alter Mann, ja, altes Ehepaar, ja, und Schlaganfall und seitdem, übertrieben gesprochen, Sabanderlappen, der da nur noch rumsitzt in der Ecke, ja, muss gepflegt werden. Dann kann ich doch das nicht als Ausrede benutzen, dass ich nie wieder in Dienst arbeiten kommen kann. Da gibt es sowas wie eine Pflegeversicherung, in die wir einzahlen, da kann man eine Pflegestufe beantragen und dann kommt jemand vorbei und pflegt die Person. Und wenn das auch nicht reicht, ja, dann muss ich mir den Kopf machen. Dann muss ich notfalls den Job wechseln, so hart wie es klingt. Dann muss ich einen Job wechseln. Aber ich kann auch nicht sagen, Mensch, Chef, ich kann doch von zu Hause arbeiten, ich muss hier jemanden pflegen und weil das doch so super funktioniert, komme ich nie wieder in Dienst. Nein. Homeoffice, insbesondere in Zeiten von Lockdown, ist
Ein Goodie ist eine Notfallmöglichkeit, dass die Produktivität noch so irgendwie gewährleistet werden kann und die Firma nicht krachen geht, wenn viele Leute nicht mehr ins Büro dürfen, nicht wollen. Das wird an vielen Stellen irgendwie falsch interpretiert. Sicherlich gibt es Jobs, wo Leute sagen, Mensch, also ich Programmierer oder sowas, ja, oder Spieletester meinetwegen auch, wo es völlig wurscht ist. Ja, die können zu Hause haben die einen vernünftigen Computer, damit können die genauso gut arbeiten wie im Dienst. Ja, gibt's. Solche Jobs gibt's. Meistens ist es dann so, dass die dann sowieso von vornherein eher von zu Hause arbeiten als im Dienst und nicht nur durch den Lockdown nach Hause geschickt werden. So eine Jobs gibt's. Aber die meisten Jobs kann man von zu Hause, aus diversen Gründen, wir haben es ja beschrieben, beschissener nur noch machen als im Dienst. Oder anders ausgedrückt, wenn ich ein gewisses Kontingent habe an Arbeit, das erledigt werden muss. Und als Arbeitgeber sage ich, das ist dein Kontingent an dem Tag, das arbeitest du in den 8 Stunden, die du hier bist, ab. Und die Person ist im Homeoffice, gibt es 2 Möglichkeiten. Die Person im Homeoffice braucht 10 Stunden, also länger. Oder wenn sie es in 8 Stunden auch geschafft hat, dann braucht sie eigentlich im Dienst nicht 8 Stunden, sondern nur 6. Also, was ich damit sagen will, ist, kein Betrieb ist so schlecht aufgestellt, das sollte. Ja, wahrscheinlich gibt es eine Ausnahme. Wer eine kennt, kann mir in die Kommentare schreiben. Kein Betrieb sollte so schlecht aufgestellt sein, dass ein produktives Arbeiten und das Abarbeiten der Aufgaben, die einem zugestellt wird, im Betrieb beschissener realisiert werden kann als zu Hause. Und wenn jetzt jemand kommt mit der Ausrede, wissen Sie, mein Job, oh, ich bin froh, wenn ich mal zu Hause bin, da kann ich mich wenigstens mal in Ruhe konzentrieren. Im Dienst, da kommen ja alle 5 Minuten irgendeiner rein und nervt mit irgendwas. Da kann ich mich ja kaum konzentrieren. Da kriege ich ja nichts zustande. Deswegen, ich bin echt froh, dass ich Homeoffice machen kann. Dann liegt das aber nicht daran, dass hier Homeoffice besser ist als Dienst. Dann liegt das daran, dass sie ihren Kollegen nicht sagen, hier, ich brauche jetzt mal 2 Stunden Ruhe. Ich stelle mein Telefon mal auf eure Leitung um, schließe mich ein. Und möchte die nächsten 2 Stunden gestört werden. Wenn es wieder weitergeht, sage ich Bescheid. Dann können Sie nämlich das nicht. Ja, oder als Chef machen Sie die ganzen nervtötenden Quälgeister aus. Outlook, irgendwelche Pop-Up-Messages, ja, Push-Nachrichten und all so ein Kram. Machen Sie das aus, isolieren Sie, Sie sind Chef, Sie dürfen es. Und wenn der Kollege dann halt ein Problem hat, dann muss das Problem ein bisschen warten. Das können Sie natürlich selber entsprechend besser takten. Und wenn Sie sich das nicht trauen, ja, dann haben Sie ein Problem, nicht die Arbeit. Also die Ausrede, ich kann mich zu Hause besser konzentrieren als im Dienst, zählt nicht. Sicherlich gibt es mal hektische Tage oder wie sich im Dienst wird gerade irgendwas gebohrt in der Wand. Ja, dann ist natürlich zu Hause ruhiger. Das ist aber eine Ausnahme, nicht die Regel. Und wenn es die Regel ist, dass Sie sich im Dienst schlechter konzentrieren können als zu Hause, dann machen Sie grundsätzlich irgendwas falsch. Dann müssen Sie dringend mit Ihrem Vorgesetzten reden und das Problem besprechen. Da gibt es garantiert eine Lösung. Aber welcher Job soll denn das sein, den man von zu Hause besser erledigen kann als in der Firma? Zumal ja die Firma explizit alles tut, damit die Leute so effektiv und so effizient wie möglich arbeiten können. Sprich, die Verlagerung nach außen ist ja immer noch ein zusätzliches Hindernis durch, ne? Gesicherte Verbindungen und so weiter. Also, was soll denn das für ein Job sein? Wird schon schwierig. Äquivalent geht von zu Hause genauso gut? Ja. Ein paar. Wenige, aber ein paar gibt's. Aber geht von zu Hause deutlich besser als im Dienst? So, wenn Ihnen der Arbeitgeber dann die Möglichkeit zur Verfügung stellt, Sie können, wenn es hart auf hart kommt, wiederhole, wenn es hart auf hart kommt, auch von zu Hause arbeiten, ist das kein Freifahrtsschein, dass Sie nur noch von zu Hause arbeiten und Ihren Arsch gar nicht mehr in die Firma bewegen. Wenn Sie so drauf sind, pfui. Und irgendwelche Ausreden von wegen, geht ja viel besser und dann muss ich ja, warten Sie mal, was schiebe ich denn als Grund vor? Ich muss mich um jemanden kümmern. Und was habe ich noch als Grund? Ist ja viel besser. Das sind Ausreden. Können Sie mir erzählen, was Sie wollen?
Weil vor dem Lockdown hatten sie auch nicht die Ausrede, Chef, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen, weil ich muss mich um jemanden kümmern. Wenn das der Fall war, dann haben sie sich vorher krank gemeldet. Dann machen sie das auch jetzt. Aber machen sie nicht irgendwie so ein halbherziges Ding und da finden sie nicht irgendwelche Ausreden, weil die meisten Leute, da brauchen wir nicht drüber reden, ja, Psychologie, das Gehirn ist so geeicht, versuchen nämlich Energie zu sparen. Sprich, wenn sie die Möglichkeit haben, sie können, wie der gute Vito es gesagt hat, später aufstehen, sparen sich den Arbeitsweg und sparen auch noch Geld, weil sie sich mit dem Auto mal stinkend zur Arbeit gefahren sind, nicht? Also nicht stinkend im Sinne, sie haben nicht geduscht, sondern das, was hinten aus dem Auspuff kommt, stinkend. Ja, manchmal beides. Oder so, manchmal beides. Ja, kann ich ja alles einsparen. Ach, guck mal, brauch nicht mal eine Hose anziehen. Ja, ist das nicht toll? Das ist doch Bequemlichkeit. Ja, Energie sparen vom Gehirn. Aber das ist auch kein Grund, warum man nicht in Dienst kommen kann. Und alles, was sie dann vorschieben, ist einfach nur eine Ausrede, um dem Chef klarzumachen, ich kann nicht kommen. Aber hast du denn auch Gründe, warum man überhaupt in den Dienst kommen muss, wenn man es auch zu Hause machen kann? Kommen wir gleich zu. Sehr schön. So, und dieses ich kann nicht, ist meistens ein ich will nicht. Und an dem ich will nicht, muss man arbeiten. Ich sage jetzt nicht, Mensch, bewegt euren Arsch, seid nicht so faul. Aber wenn ein ich will nicht vorhanden ist und deswegen ein ich kann nicht vorgeschoben werden, dann ist man sowieso nicht glücklich bei der Arbeit. Aus Gründen. Und diese Gründe muss man analysieren und versuchen zu lösen. Ansonsten wird es ja nie besser. Hm? Wobei die Frage vielleicht statt ich kann nicht, ich will nicht sein sollte, muss ich oder muss ich nicht, brauche ich oder brauche ich nicht? Ja, das habe ich gerade, wo du nicht da warst, erzählt. Das hätte ich aber vergessen. Was war deine Frage? Die Frage ist, nicht kann ich oder will ich nicht, weil da sind von dir die Bequemlichkeit und die Ausreden drin, sondern nicht muss ich denn unbedingt auf Arbeit, sondern geht denn auch viel mehr Homeoffice? Muss ich denn auf Arbeit überhaupt? Ist es denn für meine Arbeit unbedingt notwendig, dort aufzukreuzen, nur um mich vom mittleren Management terrorisieren zu lassen, um irgendwelche Kennzahlen einzuhalten, die ich zu Hause auch schaffe, beziehungsweise dann irgendwelche Arbeit schnell hinzuschludern, irgendwelche halbgaren Tickets, wo die Hälfte fehlt, und meine lieben Kollegen noch einen Hass kriegen? Oder ist es nicht vielleicht besser, dass ich daheim zwar nicht so schnell, nicht so viele Tickets mache, aber dafür gründlich und die sind damit fertig, um jetzt hier mal die ticketbasierten Arbeiten wieder zu nennen? Okay. Also du hast die Frage, du hast jetzt quasi den Gegenstandpunkt gebracht nach dem Motto, kann nicht, will nicht auf Arbeit, auf jeden Fall auf Arbeit, wenn ich nicht gerade triftige Gründe habe. Und mein Standpunkt ist jetzt, muss ich denn überhaupt auf Arbeit, wenn es nicht notwendig ist? Das ist eine Überlegung, die kann der Chef auf jeden Fall machen, das ist richtig. Und wenn er zu dem Punkt kommt, nee, müssen muss nicht, das geht auch alles von zu Hause, dann kann man den Job auch grundsätzlich nach Hause outsourcen. Dann können Sie grundsätzlich Geld sparen. Aber machen Sie in dem Moment eine Analyse, überprüfen Sie ganz genau, also zitieren Sie die Leute nochmal 2-3 Wochen am Stück in Dienst und sagen, von zu Hause arbeiten ist nicht. Am besten sperren Sie einen Account. Und überprüfen Sie genau, wie ausgelastet sind Sie. Wie viel Zeit brauchen Sie wirklich? Wie viel Kommunikation mit den anderen Leuten im Büro und auch mit Ihnen als Chef ist tatsächlich vorhanden? Und wenn Sie dann feststellen, die sind Tatsache die ganze Zeit komplett ausgelastet, von A bis Z die ganzen Vollnachtstunden und schaffen Ihnen ein gewisses Kontingent, dann sagen Sie, okay, du kannst von zu Hause arbeiten, aber dieses Kontingent schaffst du zufällig zu Hause auch in 8 Stunden. Und wenn du das in 8 Stunden nicht schaffst, dann kommst du ins Büro. Wenn derjenige jetzt sagt, naja, dann ich bleib zu Hause, brauche aber 10 Stunden und schreibe mir 2 Überstunden auf, dann zitieren Sie die Person wieder zurück in den Dienst. Weil ich gehe nicht mehr ins Büro, ist ja voll entspannt zu Hause, brauche ich länger, auch mache ich Überstunden, muss der Chef ja bezahlen, der will ja, dass fertig wird. Nee, das ist wieder, ich reiche einen kleinen Finger und reiße einen ganzen Arm ab. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Homeoffice ist ein Notfall. Eben davon müssen wir wegkommen. Homeoffice kann eben nicht nur mehr als Notnagel betrachtet werden, sondern wir müssen zusehen, dass wir Branchen, die nicht im Büro sitzen müssen, heimschicken können. Dann muss das der Betrieb komplett von vornherein nochmal überarbeiten. Das ist eine betriebliche Anstrengung, das muss der ganze Betrieb wollen. Und der Chef, das muss auch eingerichtet werden und mit der IT gebackupt werden. Also es muss der ganze Betrieb wirklich dran arbeiten.
Aber es wird sich langfristig sehr viel sparen. Genau. Und wenn jetzt einer zu Hause bleibt, wegen irgendwelchen Ausreden. Schule hat zu, ich muss mich um meine Kinder kümmern. Nee, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Welche denn? Man hat Freunde, man hat Verwandte, die sich mal um das Kind kümmern. Oder man investiert Geld und lässt jemanden kommen, der sich um die Kinder kümmern. Oder man vertraut den Kindern so weit, dass sie keine Scheiße bauen. Oder. Oftmals ist es einfach nur eine Ausrede wegen Bequemlichkeit. Darauf wollte ich eigentlich also hinaus. Bequemlichkeitsausreden. Und da müssen Sie als Chef tatsächlich konsequent dagegen sein und sagen, pass auf, so nicht. Also nicht sagen so nicht, sondern hinterfragen. Nach dem Motto, ja, haben Sie denn keine Großeltern, die die Kinder mal nehmen könnten, oder? Genau. Und vor allen Dingen auch jetzt nicht in Corona-Zeiten. Da gilt das Ganze sowieso nicht, muss ich noch erschwerend hinzusagen. Weil es gibt den schönen Spruch, nein, du kannst nicht mit Oma spielen, die stirbt sonst. Okay, das ist ein... Ja, okay. Also für normale Homeoffice-Zeiten außerhalb der Pandemie sind das gerne berechtigte Nachfragen und Hinterfragungen. Dass der Chef dann fragt, ja, haben Sie denn keine Großeltern oder haben Sie denn keine Eltern, wo Sie die Kinder zu Ihren Großeltern schicken könnten oder sonst sowas. Freunde sind da auch sehr kritisch zu betrachten, weil so Freunde haben die allerwenigsten, dass sie ihnen mal ihre Kinder den ganzen Tag lang antreten können. Das waren dann meistens die längste Zeit Freunde gewesen. Oder eben sowas wie, na, das ist dann aber ein anderer Haushalt und darf ich nicht und blablabla. Genau, okay. Also in Pandemiezeiten ist das jetzt alles extrem kritisch zu betrachten und da sollte der Chef eher mal ein Auge zudrücken, weil das sind wirklich selten Ausreden. Aber machen Sie sich als Chef Notizen. Notieren Sie sich das natürlich und vermerken Sie das irgendwo. Das dürfen Sie auch. Und sagen Sie zum Beispiel auch, Sie können ja zum Beispiel auch mitschreiben, im guten alten Fall, meine Oma ist gestorben, ich brauche da frei. Wieso haben Sie drei Omas? Ja. Sowas kann man zum Beispiel schon mal mitzählen. Und da lohnt sich es dann auch zum Beispiel mal bei der Kinderbetreuung und dergleichen. Nicht, dass da auf einmal drei Kinder hat, die betreut werden müssen und hat aber nur eins angegeben unter dergleichen. Also arbeiten Sie nach Zielen, genau. Setzen Sie die Ziele fest und wenn Sie das Gefühl haben, da werden Ausreden vorgeschoben, zitieren Sie die Person ran und klären Sie das klipp und klar von vornherein und sagen, pass auf, so nicht. Und wenn Sie jemanden gestatten, ins Homeoffice zu gehen, aus welchen Gründen auch immer, stellen Sie sich nicht nur sicher, dass die Person alle Kommunikationsmittel hat, die es braucht, sprich in dem Moment auch ein Diensttelefon, wenn es nötig ist, und vor allen Dingen auch das Diensttelefon auf das Diensthandy umgeleitet hat. Genau. Und sagen Sie, pass auf, das ist ein Goodie. Machen Sie den klar, das ist für den absoluten Notfall. Das ist keine Regel. Das heißt nicht, dass nur weil du jetzt von zu Hause arbeiten kannst, du nicht mehr ins Büro auftauchen musst. Das also heißt nur, dass das, gleich mit, das ist nur ein Notfall. Wenn Sie das den Leuten klar gemacht haben, dann verhalten die sich auch vernünftig. Und wenn sie eben so einen Arschloch haben, dass sie sagen, du kommst ja wohl nicht mehr ins Büro. Ich erfinde irgendwelche Ausreden und wenn es von zu Hause genauso gut geht, ab und zu mal eine Überstunde, dann passt das schon. Dann führen sie mit denen zeitnah ein ernstes Gespräch und sagen, so nicht. Notfalls sperren sie den Account, denn dann muss die Person kommen. Und wenn sie dann wieder antanzen muss im Betrieb, so eine Fresse zieht und Minderarbeit leistet, dann nehmen Sie den normalen Eskalationsprozess und machen Sie der Person klar, pass auf, wenn du hier unzufrieden bist. Genau, wenn du hier unzufrieden bist, dann such den anderen Job. Aber nicht ruh dich auf uns aus. So, das klingt jetzt alles ein bisschen überspitzt und ein bisschen fies. Aber man hat beabsichtigt gesagt, ich übernehme die Arbeitgeberseite. So, jetzt war ganz gut. Und da muss ich nämlich eingrätschen, weil Jasmin hier das Homeoffice immer nur als Notnagel und als letzte Reserve, dass die Leute überhaupt wenigstens noch ein bisschen produktiv sind, betrachtet. Ich bin da dagegen. Ich finde, Arbeitnehmer sollten, sofern es möglich ist, ein Recht auf Homeoffice haben. Denn wie gesagt, ich muss nicht ins Büro, wenn ich die gleiche Arbeit in gleicher Qualität, das ist die Voraussetzung, in gleicher Qualität auch daheim machen kann. In gleicher Quantität. In gleicher Quantität. Wenn ich die gleiche Arbeit in der gleichen Zeit daheim erledigt kriege, dann muss ich nicht ins Büro. Und dann sollte mir mein Chef auch nicht vorschreiben dürfen, dass ich ins Büro komme. Denn Hauptsache, die Arbeit wird gemacht. Alles andere, wo und wie, hat dem Chef an dem Punkt egal zu sein. Genau, da trennen sich dann unsere Meinungen. Und da trennen sich nämlich unsere Meinungen. Für den Chef ist es wichtig, er hat es wichtig zu sein, er erreicht seine Ziele. Egal wie.
Ja, und wenn das eben heißt, Mensch, guck mal, ihr schafft die Arbeit, die ihr hier in 8 Stunden schafft, zu Hause nur in 10 Stunden. Ja, dann ist klar, dann ist die Quantität betroffen, das ist klar, oder wenn nur noch gekürzte Scheiße bei rauskommt. Oder dann so. Gebe ich dir recht, da muss man als Chef anschreiben. Man muss aber nicht, auch nicht gleich das Homeoffice verbieten. Nein, ich sag doch nicht als verbieten. Guter Chef kannst du auch im Homeoffice steuern und managen. Das ist, denn führen geht es hier schon lange nicht mehr. Hier geht es nur noch um Homeoffice managen. Ja. Und deshalb kannst du auch als guter Chef vom Homeoffice aus managen, andere Leute, die im Homeoffice sind. Das Geheimnis an der Stelle ist Kommunikation. Und das bedeutet halt eben wieder, die notwendige technische Infrastruktur im Hintergrund haben, beispielsweise einen ordentlichen Teams-Server oder einen ordentlichen Teams-Account und. Und dann kannst du die Leute auch so anschreiben. Dann können die Leute auch kollaborativ arbeiten an gemeinsamen Dokumenten und. Also es geht, es ist alles da. Du kannst ja auch Meilensteine setzen und dergleichen. Du hast die volle Office-Integration beispielsweise, inklusive Visio. Also du musst als Chef dann halt eben auch nur auf der Höhe der Zeit sein. Klar, wenn du noch so ein Sklaventreiber bist, am liebsten mit einem Rohrstock durch die Gänge seiner telefonierenden Sklavengaläre geht und jeden auf den Finger haut, der gerade bei Facebook ist, ja, dann bist du natürlich nicht Homeoffice-tauglich. Als Chef. Das ist dann aber nicht das Problem deiner Angestellten und darf auch nicht der Hintergrund sein, warum die dann nicht Homeoffice machen dürfen können sollen, wenn sie die gleiche Arbeit bei gleicher Quantität und Qualität schaffen. Es darf nicht am Chef scheitern. So rum. Und auch der Chef hat meiner Meinung nach da Modernisierungsbedarf. Ja. Und wenn das gegeben ist, weil, wie gesagt, ein guter Chef kann auch per Telco führen. Und ja, Software putzen, die managen über die ganzen, über den ganzen Globus verteilt. Das heißt, eben, das geht. Das geht auch. Es geht halt nur, jetzt in dem Moment ging es darum, dass Homeoffice jetzt nicht als Grundlage genutzt wird, dass man grundsätzlich nicht mehr in die Arbeit kommen darf. Und dass ich Faulpelze, drauf ausruhen. Ja. Okay, das gebe ich zu, aber du hast auch Faulpelze, die sich ohne Homeoffice auf Arbeit ausruhen. Ja, aber wenn ich da als Chef nicht einspringe, bin ich selber schuld. Ja, das ist aber wieder deine Schuld als Chef. Ob der sich im Homeoffice ausruht oder auf Arbeit, das macht er auf jeden Fall. Also du wirst keinen Produktiven haben, der auf Arbeit 8 Stunden durchpowert und daheim auf einmal 16 Stunden für die gleiche Arbeit bräuchte. Das wird dir nicht passieren. Denn das ist ja super. Leute, die auf Arbeit produktiv sind, die werden auch daheim produktiv sein. Und faule Schweine, die auf Arbeit nur so mit halbem Arsch sind wie Herr AB und komme ich heute nicht, komme ich morgen auch nicht drauf sind, dann, die kriegst du auch daheim im Homeoffice natürlich nicht motiviert. Also es liegt grundsätzlich an der Beziehung Chef-Mitarbeiter und wie der Mitarbeiter drauf ist. Und wenn der Mitarbeiter nur mit halbem Arsch arbeitet, dann ist es vielleicht auch eine Motivationssache. Stichwort intrinsische, extrinsische. Ja, hatten wir alles auch in den anderen Videos. Bezahle ich denen überhaupt Tariflöhne? Oder erschieße ich jeden Gewerkschaftler mit einer von meinem Türmchen aus, das ich über dem Firmengebäude habe? Oder habe ich da einen Scharfschützen im Glocken, im Uhrenturm sitzen, der alles abknallt, was nach Gewerkschafter aussieht? Also, ich muss da arbeiten und ich finde, das Homeoffice ist da nur ein Symptom. Oder bringt die Symptome vielleicht deutlicher zum Vorschein. Wie gesagt, wer auf Arbeit schon 8 Stunden voll durchpowert, der kann es ja zum Beispiel auch als Belohnung sehen, dass er nicht noch jeden Tag eine Stunde hin und zurück muss. Und macht dann aus Dankbarkeit sowieso auch 9 Stunden mehr. Eine Stunde noch mehr. Oder powert auch daheim die 8 Stunden durch. Sofern es natürlich gegeben ist, also wenn der natürlich, also wir setzen hier technische und materielle Voraussetzungen immer voraus und die technischen Möglichkeiten, aber wenn der das kann und wenn du auf Arbeit motivierte Leute hast, dann sind die auch daheim motiviert. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Man kann Homeoffice nämlich in dem Sinne auch als Belohnung einsetzen. Genau, als das würde ich nämlich auch als Tipp geben, setzen Sie es an. Nicht,
Oh, jetzt ist ja hier Corona, ne? Ich will von zu Hause arbeiten, Chef. Wie gefälligst du, dass das umgesetzt wird? Nein. Also, sondern die Pandemie würde ich da wieder ausgrenzen. Da ist es auf jeden Fall lohnenswert. Weil Büros sind zurzeit der Hotspot schlechthin. Wenn es Einzelbüros sind, das ist doch totaler Bullshit. Du triffst doch da auch da Leute. Es ist doch nicht das Büro, was ansteckend ist. Es sind die Flure, die ansteckend sind. Naja, und wo musst du hin, um ins Büro zu kommen? Du kletterst ja wo kaum aus und durchs Fenster rein. Eben. Eben. Deswegen, wenn Sie schon Begründungen in diese Richtung nehmen, nehmen Sie logische Begründungen und sagen Sie, es sind die Flure. Dann ist es halt der Weg ins Büro. Und es sind nicht die Büros. Ja, also der Weg ins Büro ist der Hotspot. Weil, was ich hier teilweise für einen Bullshit höre und lese, da fasse ich, nicht nur von dir, ja, so in den Medien, ja, da fasse ich mir an den Kopf und frage, man denkt überhaupt nach, was ihr da sagt, bevor ihr es sagt. Oder die S-Bahn, wo wir es zum Beispiel auch her hatten. Die sind der Hotspot. Richtig. Inzwischen geht's vielleicht, aber... So, und? Heißt das, dass man jetzt auf jeden Fall gar nicht mehr irgendwo hinfahren darf, sondern sich nur noch zu Hause verbunkert, damit man um Gottes Willen nicht krank wird? Eben, ja, das halt schon. Ja, also es gibt... Sie müssen ja auch immer mal einkaufen. Ja, das darfst du gerade noch so. Und so mal abends und in der Apotheke darfst du auch. Dann hört's aber schon wieder auf. So, nun raten Sie mal, wo Sie sich eher anstecken. Im Wartezimmer vom Arzt oder im Flur vom Büro? Ich rede nicht von Corona, ich rede von allem Möglichen. Na, von allem Möglichen. auch da gewinnt der Arzt, glaube ich, aber knapp. Es rennen genug Leute, weil sie keine Auswahltage haben wollen oder noch in Probezeit oder befristet sind, auch mit allen möglichen Seuchen ins Büro, also auf dem Flur oder in die Kaffeeküche. Noch ein Beispiel, ja, ich habe es live erlebt, von daher, ich sage jetzt nicht von welchem Betrieb, aber habe es live erlebt, der Verbreitung des Viruses Herr zu werden und mehr Hygiene einfließen zu lassen in den Arbeitstag, wurde gesagt, nur noch einer in den Aufzug, nur noch einer in einen Aufzug und die Klinken werden mehrfach, also die Türklinken, ja, werden mehrfach am Tag desinfiziert. Sieht in der Umsetzung so aus, es ist einer im Aufzug und eine Traube von Leuten wartet vor dem Aufzug dicht an dicht, damit der nächste Aufzug kommt. Und steckt sich dabei fröhlich mit Corona an. So. Man hat ja so wenig Aufzüge. Geht nach hinten los, ja, kann man unter Ulk verbuchen und komplett. Treppensteigen ist ja noch schlimmer, weil wenn bis die in der 5. oder 6. angekommen sind, keuchen die so sehr, da ist das Treppenhaus der schlimmste Hotspot von allen. Da kannst du aber wieder in Clubs gehen. So, und die Desinfektion der Klinken sieht so aus: Es kommt eine Reinigungskraft mit einem Eimer warmen Fitwasser. Einem Eimer und einem Lappen, macht den Eimer in der Etage voll mit Fit, wischt über die Klinke, geht zur nächsten Klinke, wischt drüber, spült den Lappen aus, geht zur nächsten Klinke, wischt drüber, spült aus, geht zur nächsten Klinke, wischt drüber, spült aus. Wobei unter uns Fahrerstöchtern Schmierinfektion ist bei Corona sowieso der reinste Humbug. Darauf will ich gar nicht hinaus. Und wenn dann in die nächste Etage gegangen wird, wird neues Wasser genommen. Erst dann. So. Folgendes. Viren verbreiten sich am besten über kleine Tröpfchen. Also wenn wir jetzt von Corona reden. Kommt das Virus an. Aber Corona, Tröpfcheninfektion. So, das heißt also, wenn die Klinke knochentrocken ist, ist der Virus meistens schon irgendwie entweder in irgendwelchen Ritzen fangen oder er ist an sich schon irgendwie weg. Und wenn er schon weg ist oder an den Ritzen hängt und da kommt halt Strahlung rein, ja, weil Licht und so weiter, ja, haben sie ja Strahlung, dann ist er schon ziemlich geschwächt. Wenn ich jetzt die Klinke feucht mache, hat er eine Art Biotop, insbesondere wenn ich da warmes Wasser nehme, dann hat er noch ein besseres Biotop. So. Das heißt, er hält sich länger. Kluge Leute nehmen da also sehr schöne UV-Lichtlampen und leuchten damit, starke UV-Lampen leuchten damit die Türklinke ab. Das ist viel besser als ein feuchter Lappen. Entweder so, oder ich sage der Reinigungskraft, was übrigens auch schneller geht, hier sind 5 Liter Desinfektionsmittel in der Sprühflasche, geht zu jeder Klinke, sprüh die Klinke ein und geht zur nächsten Klinke. Das geht auch. Das ist 1000-mal besser als nimm dir einen Lappen und wisch damit jede Klinke ab und erst bei der nächsten Etage wechselst du das Wasser. Genau. So, das ist wieder ein Zeichen von gut gemeint und ultra schlecht umgesetzt, weil nur von der Tapete bis zur Wand gedacht. Naja, aber das Infektionsmittel kostet ja wieder Geld. Es sei denn, man arbeitet bei der Firma Jägermeister, die mal eben so 20 Millionen Liter Alkohol gespendet haben, um so Desinfektionsmittel machen zu können. Also wenn Sie sich das Desinfektionsmittel nicht leisten wollen, dann sparen Sie sich den gesamten Aufwand mit, ich wische die Klinken ab.
Genau, das... Das macht es nämlich nur schlimmer. Das macht es noch schlimmer. Deswegen, ja, denken Sie darüber nach, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und wenn Sie zur Auffassung kommen, Homeoffice für meinen Betrieb ist nicht sinnvoll, weil wir sind hier ein Malerbetrieb oder wir sind hier ein Krankenhaus. Da geht das nicht wirklich. Da geht das vielleicht bei 2, 3 Leuten, die irgendwelche Röntgenbilder analysieren. Mehr aber auch nicht. Ja, und dann brechen, dann versuchen sie nicht, irgendwas übers Knie zu brechen, genau, und die Hälfte der Leute in Homeoffice zu schicken, um dann vor Problemen zu stehen, an die sie noch nicht mal ansatzweise gedacht haben. Sondern im Zweifelsfall schieben sie das Thema weg. Und vor allen Dingen überstürzen sie nicht, weil Überstürzung ist der Feind jedes Plans und jedes Erfolgs, sondern planen sie. Wie gesagt, Corona kam jetzt ein bisschen überplötzlich und die meisten Arbeitgeber waren definitiv Homeoffice feindlich eingestellt. Das muss man auch so sagen. Die deutsche Regierung übrigens ebenso. Und ein Recht auf Homeoffice ist ja immer noch nicht frei, sondern man kriegt da 20 Tage im Jahr, was ein absoluter Witz ist zurzeit. Mhm. Also die neue Arbeits-Homeoffice-Regelung ist der letzte Dreck. Ich weiß nicht mal, dass sowas gibt. Doch, doch, es gibt inzwischen eine. Gab es letzten September, Oktober, rum haben sie die beschlossen. Okay. Also du hast jetzt das Recht auf 20 Tage Homeoffice im Jahr. Also in 4 Arbeitswochen, wollte ich mal gesagt haben. Ne? Und Corona geht seit Mitte März sitze ich jetzt hier. Also, ja, ich beschwere mich nicht. Jedoch muss ich da gleichzeitig, I lost my train of thought, bei Wasser. Ich wollte nicht Eichelzauber sagen. jedenfalls, also der Betrieb muss sich halt eben vorbereitet haben. Die meisten Arbeitgeber haben das Thema weggeblockt, weil will ich nicht und müssen jetzt aber, weil es geht und bei wem es geht, da muss letztendlich auch. Und deshalb machen sie sich, selbst wenn sie nicht müssen, Gedanken über Homeoffice. Müssen die wirklich oder kriegen sie noch massiv eins aufs Dach, wenn es ginge und die Arbeitnehmer sich beschweren, weil es der Chef nicht umsetzt? Wenn du einen Betriebsrat hast, der dir dann aufs Dach steigt, musst du. Okay, dann muss das dazu sagen, bitte. Also man muss natürlich dagegen steuern, aber warum du musst, ist da erstmal ein bisschen Wurst. Gesetzlich kommt da natürlich wenig bei unseren Regierungs-Homeoffice-Verweigerern. Mr. 20 Tage und Mr. Verhungster Kohleausstieg. Also die werden Arbeitgeber nicht zum Homeoffice zwingen. Aber die Betriebsräte, die gute alte Arbeitnehmervertretung, die kann da schon was. Und deshalb planen Sie das als Arbeitgeber vorher. Machen Sie sich auch Gedanken über alle möglichen Fälle. Wir haben jetzt hier eine Pandemie. Das wird nicht die letzte gewesen sein. Bereiten Sie sich auf andere vor. Und denn jetzt haben sie noch eine Ausrede, das konnte doch keiner kommen sehen. Ja, ist ja auch nicht die 4. fast Pandemie in Folge oder so, ne? SARS-CoV-1, 2003, Schweinegrippe, Vogelpest. Sind ja alles keine Pandemien gewesen. Kam ja alles nicht aus China, ne? Aber jetzt haben sie endlich mal den Denkzettel bekommen. Bereiten sie sich vor auf ähnliche Zustände, aus welchen Gründen auch immer. Und seien Sie dann vorbereitet. Sie haben jetzt nochmal die Ausrede gehabt, wir konnten nicht vorbereitet sein, konnte ja keiner mit planen. Aber ab jetzt haben Sie die Ausrede nicht mehr. Und deshalb bereiten Sie sich jetzt vor. Digitalisieren Sie Ihren Betrieb oder Ihre Verwaltung so weit wie möglich. Dann geht es nämlich viel einfacher. Bereiten Sie sich auch insofern vor, wenn es bei Ihnen nicht geht und ein Angestellter kommt und sagt immer, Chef, warum soll denn das nicht gehen, dass sie auch wirklich Begründungen parat dass haben, die auch hieb- und stichfest sind. Und nicht sagen... Und nicht sich dann anfangen, irgendwas aus den Fingern zu saugen. Und weil ich das nicht will, ist keine hieb- und stichfeste Begründung. Nee, das haben auch nicht als Firmenchef und Besitzer der Bude. Ansonsten, notfalls drehen sie den Spieß um. Na, lieber Angestellter, wie stellst du dir denn das vor, wie das funktionieren soll, wenn ich dich jetzt ins Homeoffice schicken würde? An was würdest du denn da alles denken und was muss denn getan werden? Weil die wenigsten Angestellten haben da wirklich voll den Durchblick und sagen, also ich brauche das, 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 das und das. Die Infrastruktur habe ich mich schon drum gekümmert, ich habe das, das und das gemacht. Und das ist ja sowieso kein Problem, weil so und so. Und ich habe ausgerechnet, ich bin sogar produktiver, weil... Das machen sie. Wenn sie so einen erwischen, dann machen sie den sofort zum Chef der Planung. Richtig. Machen sie eine Planungskommission oder einen Planungsstab bei sich an ihrer Stabsstelle. Und dann machen sie den, setzen auf jeden Fall den mit rein.
Er muss ja nicht der Chef sein, aber das ist dann auf jeden Fall ein extrem konstruktiver Arbeitnehmer, der Ahnung hat, der sich Gedanken gemacht hat, der weiß, was er will, was geht und was nicht geht. Solche Leute, wenn sie noch keine Planung für Digitalisierung im Homeoffice haben, brauchen sie. Und geben sie dem Mann sowieso einen Bonus, weil er von sich aus intrinsisch motiviert über sowas schon mal nachgedacht hat und nicht einfach nur stumpf seine Arbeit gemacht hat. Sowieso. Also auf jeden Fall den Mann kurzfristig mal in so eine Planungsstelle versetzen, dass der das Homeoffice mitplant. Er muss ja nicht alleine sein, das kann man ja alles zusammen mit Betriebsrat und dergleichen machen lassen. Aber auf jeden Fall müssen solche Leute mit beteiligt werden. Und dann läuft das nämlich auch. Dann wissen sie nämlich auch, was muss ich machen. Die kommunizieren dann schon mit ihnen, was bestellt werden muss und was nicht. Welche Lösungen sie brauchen. Die suchen sich dann auch schon selber die besten technischen Lösungen aus. Da können sie dann nochmal nachfragen. Habt ihr auch kontrolliert, ob es nicht andere Angebote gibt, die das gleiche für weniger können und und. Da wird dann wahrscheinlich ein Nein kommen und alles ist gut. Und dann halten sie sich aber auch an die Vorschläge der Leute und kaufen nicht Lösung XYZ statt Lösung ABC, nur weil die pro Lizenz 1 € billiger ist und dafür aber total scheiße wird und keiner damit arbeiten kann. Ja, da kann ich jetzt ein theoretisches Lied von singen. Bei uns war es, wir haben eine Videokonferenzlösung gesucht. Das gibt es ja wie Sand am Meer, kostenlose Dinger. Kostenlos heißt, Corona. Heißt aber nicht zwangsläufig absolut datensicher, sondern kann eben auch heißen, offen wie ein Scheunentor. Ich würde mir ja einfach mal alles an, was über meinen Server läuft. Da haben wir ja sowas in der Richtung, ne? Placing the leaks like yeah. Tapping the calls like yeah. Sparing the files like yeah. So, also haben wir uns eine teure Variante, die sicher ist und einigermaßen funktioniert, geholt, um dann festzustellen, sie hat eine gewisse Limitierung, was die Anzahl der gleichzeitigen Teilnehmer und der gleichzeitigen Sitzungen angeht. Und die Leute sagen, nee, ich will jetzt hier nicht planen müssen, wann ich ein Meeting machen kann, sondern ich will eins machen, wenn ich eins machen will. Also wurde nach einer Alternative geguckt. Die Alternative sah sehr gut aus, beinhaltete aber nicht die Datensicherheit. Man konnte sich aber Server mieten. Okay. Und mit dem gemieteten Server ging aber der Ton nicht. Für Ton brauchte man nochmal einen extra Server. Also den auch nochmal gemietet, um dann festzustellen, dass es aber auch nicht über Kreuz geht, sprich von dem eingesicherten Netzwerk nach draußen in ein Haus ging auch nicht. Da brauchte man nochmal eine dritte Lösung dazu. Und ehe man sich versah, war man bei einer so immensen Summe, wo man sagt, um Gottes Willen hätte ich das mal vorher gewusst. Also auch an sowas denken, dass wenn jemand einen separaten Server anbietet für ein sonst kostenloses Produkt und dahinter steckt eine Firma, dass diese Firma auch abzocken könnte. Genau. Und denken Sie immer dran, zweimal billig ist auch einmal teuer. Lieber einmal was investiert, womit dem Sie dann aber auch produktiv arbeiten können, als ständig auf der Jagd nach kostenlosen Lösungen sein, die dann ständig einen Overhead an immer mehr kostenlosen Lösungen erfordern und irgendwann auch mal keine kostenlosen Lösungen mehr. Und hätten sie dafür mal das eine teure Produkt angeschafft, genau, mit dem sie dann aber auch außenstand hätten arbeiten können. Wer billig kauft, kauft zweimal. Genau. Wenn ich in meiner Berufsausbildung auch nicht viel gelernt habe, das habe ich ehrlich gesagt nicht, dann habe ich diesen Spruch gelernt und der hilft mir wirklich durch mein ganzes Leben. Das war ein Spruch, den eine Lehrerin mal so nebenbei erwähnt hat und der hilft mir wirklich. Das Ganze an den ganzen anderen Kram, ja, okay, der hilft mir ab und zu mal so ein bisschen, aber dieser Spruch, der war Gold wert. Das war eine Lektion fürs Leben. Da hat man wirklich mal fürs Leben gelernt. Genau. Solche Momente kommen in Schule und Ausbildung eher selten vor, aber manchmal passieren sie doch. Gut, falls Sie da noch Ergänzungen, konstruktive Kritik oder diverse Lösungen, ja, kann ja auch sein, haben, rein in die Kommentare, dafür sind Sie schließlich da. Wir freuen uns. Was wir allerdings nicht brauchen, ist: Videokonferenzlösung XY ist so toll, weil kostenlos und unterstützt bis zu 64 Teilnehmer gleichzeitig. Der Zug ist doch. Also Werbung wollen wir nicht. Die keine Werbung, aber konstruktive Vorschläge sind nochmal was anderes. Genau, Daumen nach oben sowieso gut, Daumen nach unten ist doof. Ja, deswegen lassen Sie den weg. Und Kanal abonnieren hilft sowieso, weil einigermaßen regelmäßig kommt, aber wir können es nicht versprechen und wir kriegen auf jeden Fall dann immer mit, wenn was Neues kommt. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.